Lass den Darmglück Podcast Folge 76. In dieser Episode geht es ums Thema Mikrobiomanalyse und ich möchte dir da ein bisschen was erzählen, für wen das geeignet ist, warum dass wir das gerne durchführen und auch wie das überhaupt abläuft. Also ich freue mich, wenn du dabei bleibst und auch gerne deine Fragen stellst, wenn du die Episode gehört hast. Willkommen zum Darmglück-Podcast, dein Podcast für Darm, Ernährung, Lebensstil und Mindset. Erschaffe deine Gesundheit von innen heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darmglück-Podcasts. Hier spricht Julia Gruber, deine Gastgeberin. Und heute möchte ich mal über das Thema Mikrobiomanalyse sprechen. Wir führen diese Analysen schon ziemlich lange durch. Früher war es nicht eine Mikrobiomanalyse, sondern einfach eine Stuhlanalyse. Ich kann dann vielleicht im Lauf der Folge noch so ein bisschen erzählen, was da der Unterschied ist. Aber insgesamt machen wir das bestimmt schon seit 10 Jahren und haben wirklich viele, viele Erfahrungswerte. Und deswegen dachte ich, das wäre jetzt mal eine Folge, wo ich darüber so ein bisschen sprechen kann. Falls dir das Wort Mikrobiom so nichts sagt, also wenn man von Darmmikrobiom oder Mikrobiota spricht, dann meint man einfach alle Mikroorganismen, die in unserem Darm heimisch sind. Und mittlerweile gilt dieses Mikrobiom sogar schon als eigenes Organ. Du hast bestimmt mitbekommen, dass sehr viel über das Thema Darm geforscht wird, gesprochen wird. Es ist wirklich ein Riesenthema und deswegen habe ich ja auch hier dieses Thema gewählt. Wir haben tatsächlich nicht nur im Darm ein Mikrobiom, sondern auch auf der Haut, im Mund, im Intimbereich, im Magen, in der Lunge, also solche Mikroorganismen bevölkern sozusagen den ganzen Körper. Aber heute möchte ich mich mal auf das Mikrobiom natürlich im Darm konzentrieren. Was noch spannend ist, ist, dass in unserem Darm etwa 2 Kilo Bakterien leben. Also es ist wirklich eine Riesenmenge. Und wenn du dir mal überlegst, wie viel wohl so ein einzelnes Darmbakterium wiegt, dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wie viele Bakterien 2 Kilo sind. Das sind ungefähr 100 Billionen. Ich glaube, so ganz genau weiß man es gar nicht. Man weiß auch gar nicht, wie viele verschiedene es tatsächlich gibt. Also es gibt da Schätzungen, die zum Beispiel von 10.000 sprechen, von unterschiedlichen Arten. Und diese unterschiedlichen Arten haben halt auch unterschiedliche Aufgaben. Überspitzt formuliert kann man vielleicht sagen, es gibt gute und schlechte Bakterien. Ich vergleiche das ganz gerne mit einer Stadt oder mit einer Lebensgemeinschaft. Also da gibt's halt unterschiedliche Berufsgattungen. Es gibt Gärtner, es gibt Elektriker, Lehrer, Diebe, Bettler und viele, viele mehr. Und alle machen das, was ihnen halt durch ihren Beruf quasi zugewiesen ist. Und überall, wo halt Lebewesen zusammenleben, gibt es natürlich verschiedene Situationen wie Freundschaften, Feindschaften, Kooperationen, Toleranzen, Unstimmigkeiten. Und nicht nur dieses Verhalten untereinander spielt eine Rolle, sondern natürlich auch die Lebensumstände, die klimatischen Voraussetzungen, die Umweltbelastungen. Und so ähnlich kann man sich das tatsächlich mit unseren Bakterien vorstellen. Und es ist nicht per se schlecht, wenn es auch schlechte Bakterien gibt. Also die schlechten halten sozusagen die guten auf Trab. Also das sind so eine Art Sparringpartner. Also du kannst dir vorstellen, wenn die Polizei keine Verbrecher zu jagen hat, dann wird sie irgendwann träge und passt nicht mehr auf. Und dann kann eben auch Schlimmeres passieren. Wenn aber ständig irgendwo was zu tun ist, was zu bekämpfen ist, dann bleibt das System eben aktiv. Und das heißt, wir wollen quasi die eben in Anführungszeichen schlechten Bakterien nicht komplett ausmerzen, aber es ist wichtig, dass die guten Überhand haben, damit das Ganze eben richtig funktionieren kann. Und du kannst dir das vorstellen, wenn du einen Raum hast, wo Menschen drin sind und auf Stühlen sitzen und da sind ein paar freie Stühle und wenn dann ein schlechtes Bakterium sozusagen reinkommt oder eben ein schlechter Mensch, dann hat er Platz,
weil da mehrere Stühle frei sind. Wenn jetzt aber alle Stühle besetzt sind mit guten Leuten oder im übertragenen Sinn eben mit, wenn die Plätze besetzt sind mit guten Bakterien, dann können die schlechten kommen, aber sie können sich nicht hinsetzen, sie können nicht bleiben, weil eben kein Platz vorhanden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass die Guten eben Überhand haben. Was ich auch ganz gerne als Analogie hinnehme, ist, die Bakterien, die leben in uns, das sind quasi unsere Gäste oder unsere Freunde und wir geben denen Essen, wir geben denen Dach über dem Kopf, wir geben denen Wärme und die leben bei uns, die helfen uns, also die machen gute Dinge für uns, aber es sind eben Gäste oder Freunde und keine Sklaven. Das heißt, wenn es ihnen eben bei uns nicht gefällt, dann dürfen sie auch wieder gehen und dann nehmen sie den Hinterausgang und verschwinden. Und deswegen ist es eben wichtig, ihnen eine gute Umgebung zu bieten, gutes Futter und so weiter. Jetzt ist es so, dass viele Menschen, die Darmprobleme haben, denken oder viele Menschen erkennen nicht, dass sie Darmprobleme haben, weil sie vielleicht regelmäßig aufs Klo können, keinen Durchfall haben. Und es ist heute immer noch so in den Köpfen drin, ja, Darmprobleme hat man nur, wenn eben die Verdauung nicht stimmt. Und eine aus dem Gleichgewicht geratene Darmflora hat eben nicht nur mit der Verdauung zu tun, sondern sie ist eben auch wichtig, zum Beispiel für Hormonherstellung oder Nährstoffe aufzunehmen oder eben auch unsere Immunabwehr, Entzündungshemmung und so weiter und so fort. Also es gibt tatsächlich viele andere Aufgaben, die eben der Darm auch noch wahrnimmt und deswegen ist es nicht so, dass nur weil deine Verdauung in Ordnung ist oder nur weil du täglich aufs Klo kannst, hast du automatisch mit dem Darm alles in Ordnung. Und es gibt eine ganze Anzahl an Symptomen, die eben darauf hindeuten, dass mit deinem Darm was nicht in Ordnung ist. Ich habe auch hierzu schon die eine oder andere Podcast-Folge aufgenommen. Ich wollte aber doch in dieser Folge auch noch mal kurz ein paar Dinge aufzählen. Durchfall, Verstopfung, Blähungen, natürlich ist das ein Hinweis, dass im Darm was nicht stimmt. Auch wenn du denkst, ja, das ist bei mir normal, also das höre ich immer wieder, dass Leute sagen, ja, Blähungen habe ich schon mein ganzes Leben, das ist bei mir einfach so. Ja, nee, das ist trotzdem nicht normal und es zeigt eben tatsächlich, dass im Darm was nicht stimmt. Dann weitere Symptome, wo du wirklich an den Darm denken solltest, sind, ich zähle jetzt einfach mal ein paar Dinge auf, also ständige Gereiztheit, Stimmungsschwankungen, Depressionen, Demenz, Schilddrüsenprobleme, Hautprobleme, wie zum Beispiel unreine Haut, Ausschläge, Schuppenflechte, Neurodermitis, dann Asthma, Heuschnupfen, Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Zöliakie, Hashimoto, Morbus Crohn, MS, ADHS ist auch ein Zeichen für Darm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Laktose- oder Fructoseintoleranz, Histaminunverträglichkeiten, Gelenkprobleme wie zum Beispiel Arthrose, Arthritis, chronische Schmerzen, Schlafprobleme, starker Appetit auf Süßes, dann alles, was mit Schleimhäuten zu tun hat. Unsere Schleimhäute hängen alle zusammen. Also chronische Nebenhöhlenverstopfung oder auch wiederkehrende Blasenentzündung hat durchaus was mit dem Darm zu tun. Chronisches Übergewicht, aber auch chronisches Untergewicht. Also Menschen, die immer sagen, ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu oder ich habe wirklich Mühe, mein Gewicht zu halten. Das deutet eben auch auf den Darm hin. Und du siehst jetzt aus dieser Aufzählung, dass ziemlich alle Zivilisationskrankheiten irgendwo mit dem Darm zu tun haben. Und man liest jetzt auch immer mehr eben solche Untersuchungen, auch von Ärzten und Wissenschaftlern, dass Krankheiten wie zum Beispiel Herzinfarkt und Diabetes eben auch mit dem Darm in Verbindung gebracht werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ums Thema Darmgesundheit kümmern und das ist ja auch der Grund eben, dass ich hier diesen Podcast habe, dass ich ein Online-Coaching-Programm habe, das sich Darmglück nennt. Also das Thema Darm hat eben deswegen so eine hohe Bedeutung für mich. Früher hat man mal gesagt, ich glaube Hippokrates war, dass er gesagt hat, der Tod sitzt im Darm, aber umgekehrt kann man dann auch sagen, auch die Gesundheit sitzt im Darm. Das heißt, wenn du gesund sein willst, lohnt es sich tatsächlich eben, diesem Darm nochmal deine Aufmerksamkeit zu leihen. Was kannst du also tun, wenn du einen Verdacht hast, jetzt auch aufgrund dieser Symptome, dass mit deinem Darm was nicht stimmt?
Also von der Schulmedizin her kennst du wahrscheinlich im Bereich dieser Stuhlanalyse einfach, dass man mal guckt, ob Blut im Stuhl ist, ob Entzündungen im Stuhl sind, wie zum Beispiel aus dem Kalprotektin kann man das sehen. Man kann heutzutage sogar Videoaufnahmen vom Darm machen, also dass man so eine Videokapsel schluckt und gucken kann, wie es von innen aussieht. Und dann gibt es natürlich noch die Darmspiegelung im Rahmen auch von Vorsorgeuntersuchungen oder auch bei Verdacht, wenn tatsächlich was Ernsthaftes sein könnte, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, Darmkrebs, solche Dinge. Und der Vorteil ist, dass bei einer Spiegelung natürlich dann auch kleinere Sachen wie Polypen oder so gerade entfernt werden können, wenn man eh schon drin ist. Der Nachteil ist aber, das ist ein invasiver Eingriff. Also wenn es wirklich nur um Vorsorge geht, ist die Frage, ob man vielleicht als erstes nicht erstmal eine Stuhlanalyse macht. Das musst du natürlich mit deinem Arzt besprechen. Also bei der Darmspiegelung ist es so, dass es eben eine Narkose gibt im Normalfall, was eben auch ein gewisses Narkoserisiko mit sich zieht. Außerdem können Komplikationen auftreten, wie Blutungen oder dass Bakterien verschleppt werden von einem Ort an den anderen. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass so ein Objektiv von so einem Spiegelungsgerät natürlich nicht die Mikrobiologie oder die Veränderung des Darmmilieus sehen kann. Also du kannst von Auge sozusagen keine Bakterien sehen. Du kannst nicht sehen, wie der pH-Wert im Darm ist. Und deswegen ist so eine Spiegelung dann eben sinnvoll, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwo was Schlimmeres sein könnte oder große Entzündungen vorhanden sind oder sowas. Aber die Verschiebung vom Bakteriengleichgewicht, das kann man bei einer Spiegelung tatsächlich nicht sehen. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass man die Darmflora sehr, sehr einfach analysieren kann, eben mit so einer Stuhlanalyse. Und der Vorteil von so einer Analyse ist, dass du damit natürlich die Bereitschaft erhöhst, wirklich was für deinen Darm zu tun, weil wenn du schwarz auf weiß siehst, dass da was nicht stimmt, dann ist es oft so, dass die Motivation sehr viel höher ist, dass du sagst, ja, jetzt muss ich wirklich was tun. Also wenn du da Verschiebungen siehst oder eben auch vielleicht Bakterien, die da nicht hingehören oder Parasiten oder solche Sachen. Andererseits ist natürlich die Analytik auch hilfreich, wenn es darum geht zu bestimmen, welche Darmsanierungsprodukte du einnehmen solltest, könntest, um deine Situation wieder zu verbessern. Und so eine Analyse gibt tatsächlich einen guten Einblick da rein, was jetzt in deinem Fall sinnvoll ist, ob du zum Beispiel milchsäurebildende Bakterien brauchst, ob du vielleicht was brauchst, um deine Darmschleimhaut aufzubauen, ob du was brauchst, um das Immunsystem zu stärken und so weiter und so fort. Also sowas kann man tatsächlich aus so einer Analyse sehr, sehr gut ablesen. Und wir empfehlen hier natürlich Goldstandard, also eine molekulargenetische Mikrobiomanalyse zu machen. Früher war es so, dass man quantitative Bestimmungen gemacht hat, dass man eben auch, dass es ganz, ganz wichtig war, dass der Stuhl nicht mit Luft in Berührung kam, respektive, dass man natürlich Stellen aus dem Stuhl rausgesucht hat, wo eben keine Luft dran gekommen war, weil es gibt Bakterien, die sterben, wenn sie mit Luft in Verbindung kommen und dann konnte man sie nicht mehr messen. Heutzutage misst man eben quasi die Genetik dieser Bakterien und das heißt, es ist sehr viel genauer geworden, die Bestimmung, und die Proben können auch, sind sehr viel stabiler und deswegen ist eben die Aussagekraft auch sehr viel höher, wenn man das eben eine molekulargenetische Analyse durchführen lässt. Und wir arbeiten hier eigentlich mit dem ältesten und größten und fortschrittlichsten Labor unseres Wissens zusammen und das ist das BioWis-Labor. Und wir raten auch immer, eine wirklich umfassende Analyse zu machen, vor allem wenn du daraus auch ableiten möchtest, eben welche Darmsanierungsmittel in deinem Fall sinnvoll sind, wenn du vielleicht auch ableiten möchtest, worauf du bei der Ernährung achten kannst. Also es gibt dann da tatsächlich Werte, wo du auch siehst, hast du genügend histaminabbauende Bakterien, wie sieht's mit oxalatabbauenden Bakterien aus, und wenn du davon zu wenig hast, dann solltest du dich zum Beispiel oxalatarm ernähren. Also man kann daraus wirklich einiges lesen und deswegen machen wir, wenn wir einen Mikrobiomtest machen lassen für jemanden, dann machen wir eben wirklich die umfassende Untersuchung. Wir messen auch Dinge wie zum Beispiel Zonulin aus dem Stuhl, wo man eben auch sehen kann,
ob ein durchlässiger Darm vorhanden ist. Und es ist übrigens sehr, sehr wichtig, das aus dem Stuhl messen zu lassen und nicht aus dem Blut. Da wurde ich gerade gestern in einem Interview nachgefragt, wenn das Zonulin im Blut gemessen wird, da gibt es jetzt auch Untersuchungen, dass das gar nicht so unbedingt auf den Darm Rückschlüsse ziehen lässt, weil das auch an einem anderen Organ eine Durchlässigkeit zeigen kann, ob das dann am Hirn ist oder sonst wo. Und deswegen empfehlen wir, auch wenn für viele Ärzte ist es natürlich einfacher, das Blut abzunehmen, als Stuhl einzuschicken. Aber ich würde, wenn du wirklich wissen möchtest, ob du einen durchlässigen Darm hast, dann solltest du das Zonulin auch aus dem Stuhl bestimmen lassen. Weitere Dinge, die wir halt da so messen lassen, ist zum Beispiel der pH-Wert im Darm, ob schädliche Bakterien vorhanden sind, ob vielleicht auch Candida oder Schimmelpilz da ist. Man kann den Zustand der Schleimhaut sehen, man kann sehen, ob du genügend Butyratbildner hast, was zum Beispiel wichtig für die Entzündungshemmung ist. Man sieht, ob es Verdacht auf Unverträglichkeiten gibt, wie zum Beispiel Laktose- oder Fructoseintoleranz. Und man sieht eben auch, ob so vielleicht so ein Leaky Gut oder durchlässiger Darm vorhanden ist. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die wir testen. Ah, Parasiten kommt natürlich noch dazu. Das ist so ein Thema, das war früher auch eigentlich eher nicht so sehr, nicht so klar sicher, ob das richtig oder zuverlässig gemessen wurde, weil ja einfach die Verfahren noch nicht so weit waren. Und da kann man jetzt eben heutzutage auch über die genetische Methode, quasi Genetik von solchen Parasiten messen, ob das vorhanden ist. Und somit ist eben diese Parasitenmessung sehr viel zuverlässiger geworden. Und früher war es halt oft so, dass es einfach falsch negativ war, dass man gedacht hat, man hat keine Parasiten. Und wenn man dann in den Darm reingeguckt hat, hat man dann eben doch welche gefunden. Und das ist heute tatsächlich besser geworden und kann aus so einer Stuhlprobe auch tatsächlich gemessen werden. Ich kann vielleicht über die wichtigsten Werte noch 2-3 Worte sagen. Also der pH-Wert, das ist wirklich was wir als sehr wichtig empfinden. Und die meisten Leute, die bei uns eine Analyse machen, ich kann jetzt nicht für die ganze Welt sprechen, aber bei uns ist es relativ klar, dass so gut wie alle Menschen einen erhöhten pH-Wert haben, und ein erhöhter pH-Wert bedeutet, dass das Milieu eben im basischen Bereich liegt. Und basisch, denkst du jetzt vielleicht, das ist doch super, man soll doch eher basisch sich ernähren. Das Problem ist, dass du im Darm ein saures Milieu brauchst. Also im gesamten Verdauungstrakt vom Magen bis Enddarm solltest du eigentlich einen pH-Wert haben, der immer im sauren Bereich liegt. Und das ist eben bei vielen Menschen nicht vorhanden, es ist oftmals zu basisch, und dann ist es wichtig, dass man eben auch säurebildende Bakterien einnimmt und schaut, dass dieser pH-Wert wieder nach unten kommt. Die Bakterienfühler oder die wichtigsten Bakterien, die wir eben auch messen lassen, die geben Aufschluss darüber, ob sich deine Darmflora eben erfolgreich dagegen wehren kann, wenn sich schädliche Bakterien an deiner Darmschleimhaut ansiedeln möchten. Uns zeigt auch, ob es zum Beispiel Defizite gibt an förderlichen Bakterien oder Hinweise auf Entzündungen oder ob du tendenziell zu Durchfall neigst. Das kann man an gewissen Werten eben auch ablesen. Dann die Butyratbildner werden immer gemessen, wo man eben auch schauen kann, ob Entzündungen bekämpft werden können im Körper und auch, ob dein Körper in der Lage ist, Darmschleimhaut aufzubauen. Die Butyratbildner werden quasi gefüttert durch eben Präbiotika, also Ballaststoffe, und dann kann man daraus rückschließen, wenn die zum Beispiel zu niedrig sind, dass du eben solche Präbiotika auch einnehmen solltest. Candida-Schimmelpilz, wie gesagt, wird auch immer gemessen, und das Candida-Pilz ist in unserem Darm eigentlich immer vorhanden sozusagen, aber sollte eben sich nicht zu sehr ausbreiten. Und wenn er sich zu sehr ausbreitet, dann bedeutet das, dass es ihm sehr gut gefällt, und das ist im Normalfall eben dann vorhanden, wenn der pH-Wert im Darm zu basisch ist. Und wenn sich Pilze eben in deinem Darm zu sehr vermehren, dann ist es wichtig, dass dieser Zustand wieder rückgängig gemacht wird, weil die können tatsächlich auch Symptome auslösen, wie zum Beispiel Migräne oder Durchfall, Blähungen, Heißhungerattacken
und auch wiederkehrende Scheidenpilze oder Blasenentzündung nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, da eben auch mal noch einen Blick drauf zu werfen. Dann werden auch Verdauungsrückstände eben gemessen. Wenn zum Beispiel zu viel Zucker im Stuhl ist, dann kann man davon rückschließen, dass es eine Verdauungsstörung gibt vom Fruchtzucker oder Milchzucker. Und wenn zu viel Fett im Stuhl ist, kann das einerseits natürlich heißen, dass du dich nicht gut ernährst, aber es kann auch zeigen, dass du vielleicht bei der Fettverdauung ein Problem hast. Und da kann man dann natürlich auch gewisse Ernährungsumstellungen empfehlen oder auch gucken, wie es zum Beispiel mit Verdauungsenzymen aussieht. Und Zonulin hatte ich ja schon erwähnt, das ist eben auch wichtig im Stuhl zu messen, und das Zonulin ist eigentlich dafür zuständig, ist eine Art wie Zöllner, was an der Darmschleimhaut steht und guckt, was dann eben ins Blut rein kann und was nicht. Und in schlechteren Fällen können dann eben auch Nahrungsmittelproteine ins Blut kommen, also wo es eigentlich nicht hingehört, wenn eben diese Verbindungen in der Darmschleimhaut nicht richtig schließen. Und dann können Entzündungen entstehen. Also wenn was ins Blut kommt, was da nicht hingehört, dann wird das Immunsystem aktiviert und das Immunsystem fängt dann an, das zu bekämpfen, eben in Form einer Entzündung. Und das kann dann eben auch wieder Symptome auslösen. Und wenn das Zonulin erhöht ist, kann man eben davon ausgehen, dass diese Verbindungen, die nennen sich Tight Junctions, also dass die nicht richtig schließen. Und deswegen bestimmen wir diesen Wert eigentlich immer mit. Histamin wird auch getestet im Stuhl, wenn wir solche Analysen durchführen, weil Histamin ist sozusagen ein Alarmgeber, welches erhöht ist, wenn irgendwie was nicht stimmt. Also es ist auch ein entzündlicher Prozess und kann eben aufzeigen, dass zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorhanden sind, dass vielleicht auch Allergien von Atemwegen oder der Haut vorhanden sind, dass eventuell auch mit der Schilddrüse was nicht stimmt. Und es ist nicht das gleiche Histamin im Stuhl wie Histamin im Blut zu messen. Und von dem her ist es auf jeden Fall gut, eben das Histamin auch mal im Stuhl zu messen. Und wenn es erhöht ist, dann kannst du dich histaminarm ernähren und kriegst es eigentlich auch relativ gut wieder in den Griff. Das haben wir mit zahlreichen Kunden immer wieder erlebt. Also es gibt uns einfach Hinweise über die Ernährung eben auch mal von der anderen Seite her. Es wird nicht nur geraten, sondern man kann tatsächlich schwarz auf weiß messen und dann auch die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Und natürlich kannst du dann auch nach einer Zeit das nochmal nachtesten und gucken, ob die Maßnahmen, die du ergriffen hast, dann auch tatsächlich ein Resultat gebracht haben. Ja, das waren so die wichtigsten Werte, die wir eigentlich bestimmen lassen. Es sind noch ein paar mehr, die dazukommen, aber das wird jetzt ein bisschen weit führen, wenn ich das alles aufzähle. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, Stuhlanalytik wird auch heute immer noch belächelt zum Teil. Es gibt welche, die sagen, es bringt keine genauen Resultate, es sei nicht wissenschaftlich oder es würde nur das widerspiegeln, was wir gerade gegessen haben. Aber wenn das so wäre, wenn das wirklich nur eine Momentaufnahme wäre, dann müsste die Therapie ja auch sehr viel einfacher sein. Dann könnte ich einfach für ein paar Tage mich anders ernähren, könnte ein paar Probiotika einnehmen und dann wäre alles wieder gut. Und unsere Erfahrung zeigt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also es dauert schon, je nachdem, wie sehr das Ganze aus der Balance geraten ist, 3 bis 6 Monate auch Ernährungsumstellung, Probiotika einnehmen und so weiter. Kann aber auch noch länger dauern. Also wir haben bei einer Kundin, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, mal nach einem Jahr nachgemessen und subjektiv ist es ihr viel, viel besser gegangen, aber von der Messung her, die war noch nicht gut. Und das heißt, es kann auch tatsächlich Jahre dauern, bis sich das Ganze wieder erholt. Und man geht auch davon aus, dass Dinge wie Antibiotika, gerade in jungen Jahren, die man vielleicht angenommen haben, eben auch nachhaltig Probleme auslösen können, auch langfristig. Und deswegen, je nachdem, was man halt schon erlebt hat, vielleicht auch in jüngeren Jahren, kann durchaus einen Einfluss haben auch auf die Entwicklung des Mikrobioms im ganzen restlichen Leben sozusagen. Auch übrigens Kaiserschnitt ist so ein Thema, wo halt, wenn das Kind nicht durch den Geburtskanal kommt und nicht diesen ersten Schluck Bakterien eben mitbekommt von der Mutter, dann kann das durchaus auch bedeuten, dass eben die Darmflora anders zusammengesetzt ist und
Je nachdem auch, wie der Zustand der Mutter übrigens war von der Darmflora, hat das natürlich einen Einfluss auf das Baby. Und von dem her, also wenn du zum Beispiel Kaiserschnitt geboren wurdest, wenn du schon öfters Antibiotika eingenommen hast, dann kann sich auf jeden Fall so eine Mikrobiomanalyse eben auch mal lohnen. Vor allem, wenn du irgendwelche Beschwerden hast. Also wenn es dir super geht und alles in Ordnung ist, denke ich jetzt zwar nicht, dass du bis hierhin zugehört hättest, aber also wenn alles super ist, dann brauchst du natürlich keine Mikrobiomanalyse zu machen, außer du möchtest tatsächlich präventiv gesehen einfach mal gucken und auch vorsorgen, falls es irgendwo in die falsche Richtung geht. Also das Mikrobiom eignet sich tatsächlich auch für Früherkennung. Man kann noch zusätzliche Werte machen, wie auch eben Blut im Stuhl zu testen. Es gibt tatsächlich auch Früherkennungsmarker, die man machen kann. Also von dem her würde ich immer erstmal eine Mikrobiomanalyse machen, wenn man Prävention betreiben möchte und nicht direkt unbedingt gerade die Spiegelung in Angriff nehmen. Das ist jetzt so meine Meinung. Wie gesagt, immer mit deinem Arzt absprechen, was er davon hält. Jetzt kann ich zum Schluss vielleicht noch sagen, wie denn so eine Darmflora-Analyse oder Mikrobiom-Analyse abläuft. Also es ist wirklich super einfach. Du bekommst so ein Testset nach Hause geschickt, dann sind da mehrere Röhrchen drin, wo du den Stuhl abfüllst. Also du kannst den Stuhl auffangen. Es gibt extra so Stuhlfänger, die man dann auf die Toilette legen kann. Weil wichtig ist natürlich, dass der Stuhl nicht mit WC-Wasser oder mit Urin oder sonst was in Berührung kommt. Sonst würde man ja andere Bakterien messen. Wir wollen ja nur die Bakterien aus dem Stuhl messen. Und da gibt es immer wieder Leute, die sagen, oh, das ist doch eklig, seinen eigenen Stuhl da irgendwie anzugucken und da Dinge rauszunehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es nicht eklig, es ist einfach verdaute Nahrung. Es ist, und wenn es extrem eklig riecht, dann ist es auf jeden Fall ein Hinweis, dass es sehr wichtig ist, dass du so eine Analyse mal machst, weil gesunder Stuhl, der stinkt eigentlich nicht. Logisch riecht es ein bisschen, aber es ist nicht extrem unangenehm. Also wenn du extrem unangenehme Gerüche wahrnimmst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das mal zu testen. Und dann eben wird dieser Stuhl in mehrere Röhrchen abgefüllt. Es gibt dann noch so ein Spezialröhrchen für die Histaminanalyse und da wird auch übrigens noch Tryptophan gemessen, was ich auch sehr spannend finde. Und das wird dann mit der normalen Post ins Labor eingeschickt und dann dauert es ungefähr 2 bis 3 Wochen, bis dann das Resultat da ist. Wir kriegen dann das Resultat zugeschickt und ich mache dann eine Videoerklärung des Befundes, was du dann bekommst. Also es wird dann wirklich dir erklärt, wie das bei dir aussieht. Und wir haben Videos gedreht zu den einzelnen Werten, also zu den meisten, zu den wichtigsten Werten, wo die Werte einfach so allgemein erklärt werden. Und je nachdem, wie du mit mir zusammenarbeiten möchtest, kannst du dann auch Coachings dazu bekommen, also dass wir dann auch wirklich 1:1 miteinander sprechen, dass ich dir die ganze Analyse erkläre, aber eben auch Hinweise gebe für die Ernährung, wo wir dann auch ein Nachgespräch haben, wo ich dir helfen kann, die Ernährung umzustellen. Und du kannst auch einen persönlichen Ernährungsplan bekommen, der dann eben einfach das berücksichtigt, was wir in der Analyse rausgefunden haben. Und das ist dann ausgerechnet auf dich. Für 30 Tage kriegst du Rezepte, kriegst du persönlich zusammengestellte persönlich zusammengestellten Ernährungsplan, das ist dann alles damit drin. Aber du kannst natürlich auch nur die Analyse machen und einfach eine, ja, ich sage jetzt mal eine Erklärung von mir bekommen und auch einen Hinweis natürlich, welche Darmsanierungsmittel, das ich dann auch empfehle. Ich mache das immer in Zusammenarbeit mit meinem Mann. Mein Mann ist ja biochemisch sehr gut bewandert und zum Teil natürlich besser als ich, weil er das einfach auch als Hauptfokus für sich entdeckt hat. Und bei mir geht es wirklich mehr um die tägliche Ernährung. Und so machen wir das zusammen und du bekommst dann da einfach Maßnahmen, Empfehlungen einerseits für Darmsanierungsprodukte und andererseits eben auch für Ernährung, Lebensstil und so weiter. Wenn dich das interessiert, dann gehst du einfach auf unsere Webseite. Ich werde den Link auch in den Folgenotizen verlinken und dann kannst du mich natürlich auch kontaktieren, wenn dich das interessiert. Schreib uns einfach an und sag, du würdest gerne so eine Mikrobiomanalyse machen und dann können wir dir zurückschreiben und sagen, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, das war es, was ich dir erzählen wollte über das Thema Mikrobiomanalyse. In der nächsten Folge spreche ich mit der Naturheilpraktikerin Sandra Frodwo über die Wichtigkeit von Naturkosmetik und sie gibt uns auch ein paar Tipps, wie du
Naturkosmetik selber herstellen kannst. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dann, tschüss! Danke, dass du dir diese Folge des Darmglück-Podcasts angehört hast. Weitere Details und die Shownotes findest du auf www.gruber-ernährung.ch.